denn? Leofried sagte, dass man mich jagen wird. Eiferer. Wenn ich meinen Namen nicht reinwasche, jagen sie mich. Alles gut. Ich muss nach Venonis. Ihr seid Nasen. Echt, ihr seid echt Nasen. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Macht's einfach jetzt so. Bitte dann jetzt einfach mich auf Discord bitte anschreiben dann. Und dann passt das. Ich guck grad mal, wo diese Quest jetzt ist hier. Da vorne. Da. Das muss die Statue der Eiferer sein. Erledigt. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Wir haben 7 Fertigkeitspunkte. Alles frisch bei euch, ja, und bei dir, Nico. Ja, dann gehen wir mal zurück nach Hause. Zurück nach Hause. Das freut mich doch, wenn du dich nicht beklagen kannst. So, die Leute. Was, ihr, also ihr bekommt dann euren Key nach dem Stream. Also macht euch da jetzt keine Sorgen. Ihr bekommt den direkt nach dem Stream. Also kein Stress. Kein Stress. Lass mal nach Hause. Dann können wir jetzt gleich mal gucken. Ob der mal was Neues hat. Guten Tag, guten Tag. Was bietest du heute an? Ob er irgendwas Neues hat. Bei Kyrenstatue. Nee, ich spare mal lieber weiter. Hast du einen Vertrag für mich? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Guck mal eine an. Das kann ich aber alles mal offscreen machen. Das müsst ihr nicht miterleben. Solche Daily Quests. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Also dann, leb wohl. Schlaf gut, Niki. Und ruh dich aus, Minion. Jetzt erstmal den Barbier auf jeden Fall, weil, ey, nee. Ohne Bart geht nix hier. Noch nicht, ja, dann passt's doch. Oh, danke dir, Evo. Das ist genau, was wir brauchten. Hab ein paar neue Sachen auf Lager. So, jetzt haben wir schon mal 3 Hütten, also 2 Hütten neu.
Jetzt müssen wir gleich mal. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich gleich erstmal kurz neu im Bart hier. Wie kann das sein? Rabengartkopf. Bart. Wo ist denn der Bart? Ich hab gar keinen Bart rein. Das wär's erstmal? Ja. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald. Endlich habe ich jetzt einen Bart, Mann. What the fuck? Lang genug gedauert. So. Gut. Wir müssen zu Renfri. Ah, du hast es hierher geschafft, Thjolbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Thjolbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Thiolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Konasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen.
Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dag. Skål! Skål! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Wird es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Was du sagst, ist Unsinn, Dag. Womit habe ich deinen Ingrim verdient? Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Neuankömmling. Ob Valka unter ihnen ist? Warum greifen die uns an? Was ist los mit denen? Haltet sie vom Landhaus fern! Auf euch wartet ihr nicht, als der Tod! Kann das deinem Kampfkurs stehen, Raffi? Du gehörst modig. Oh, Alter. Ich hab nicht aufgepasst. Oh, Junge, ich passe nicht auf. Was ist los mit mir? Jetzt bezahlst du. Schon wieder los, ey. Ich meine deine Leichen. Auf, Abschaum! Ein paar Feiglinge! Verjagt sie! Stirb! Das kann man den Finden nicht täuschen!